Ein amerikanisches Forschungsteam hat eine wirklich unglaubliche künstliche Intelligenz entwickelt. Sie kann tatsächlich den wahrscheinlichsten Todeszeitpunkt eines Patienten oder einer Patientin voraussagen. Und sie funktioniert wirklich. Ob glücklicherweise oder bedauerlicherweise, naja, jetzt gibt es ein Pilotprojekt. Sie wird in einem Krankenhaus getestet. Wie die KI genau funktioniert und warum sie damit das Sterben sogar so angenehm wie möglich macht, jetzt in Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Oh no, angenehmes Sterben durch eine künstliche Intelligenz, kurz KI, die meinen Tod voraussagt? Also von Anfang an. Wir haben ja hier schon öfter über Deep Learning Modelle berichtet, eine Form der künstlichen Intelligenz, die in der Lage ist, riesige Datenmengen zu analysieren und daraus eigenständig zu lernen. Bei dieser konkreten KI-Datenanalyse-Technik haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neuronale Netzwerke daraufhin trainiert, den wahrscheinlichsten Todeszeitpunkt einer Patientin oder eines Patienten vorauszusagen und konkret die Frage zu beantworten, ob eine Patientin oder ein Patient innerhalb der nächsten 3 bis 12 Monate sterben wird. Die KI-Prognose erfolgt innerhalb von 24 Stunden nach der Einweisung in ein Krankenhaus. Das Training der KI basierte auf Hunderttausenden Patientendaten. Konkret wurden die Algorithmen mit Daten aus 19 Jahren und insgesamt mit mehr als 221.000 Patientenakten gefüttert. An der Entwicklung der künstlichen Intelligenz beteiligt waren übrigens Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem medizinischen Bereich und der Informatik. Mithilfe des Programms Python eignete sich die KI also eigenständig an, innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme einen wahrscheinlichsten Todeszeitpunkt zu prognostizieren. Und das anhand der Patientendaten. Und das Ergebnis der KI war wirklich ziemlich krass. In 9 von 10 Fällen hatte sie den Todeszeitpunkt innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne richtig vorhergesagt. Und auch im gegensätzlichen Fall lag die KI oft richtig. In 95% der Fälle, bei denen die KI vorausgesagt hatte, dass die Sterbewahrscheinlichkeit eher gering war, lebten diese tatsächlich noch länger als ein Jahr weiter. Aber wofür das Ganze? Vielleicht macht es ja Sinn, wenn ihr die Wahl hättet, wo und wie würdet ihr dann die letzten Stunden eures Lebens verbringen wollen? Die Antwort hängt sicherlich davon ab, unter welchen Umständen das möglich ist, ob gesund oder eben krank. Für den Großteil der Menschen, die unheilbar krank sind, steht jedenfalls fest, dass sie nicht im Krankenhaus darauf warten wollen, dass sie sterben. In den USA beispielsweise gibt es Studien, nach denen 80% der Menschen ihre letzte Lebenszeit zu Hause verbringen wollen, in ihrem gewohnten Umfeld und mit den Menschen um sich, die ihnen wichtig sind. Das Schlimme an der Realität aber ist, dass sich 60% der Todesfälle solcher Patienten auf der Intensivstation eines Krankenhauses ereignen. Also genau das, was sich todkranke Menschen eben nicht wünschen. Der Grund dafür liegt den Studien zufolge meistens an einer Fehleinschätzung der Ärztinnen und Ärzte, die behandeln und die Patienten nicht rechtzeitig in die palliative Versorgung, also die Versorgung vor dem Tod, übergeben. Und genau dieses Problem ist das Forschungsteam der Stanford University angegangen und hat dafür die künstliche Intelligenz entwickelt. Diese kann jetzt ermöglichen, dass todkranke Patienten die Möglichkeit bekommen, ihre letzten Tage zu Hause verbringen zu können und zudem palliativ versorgt zu werden. In diesem Bereich der Medizin geht es ja nicht darum, die todkranken Patienten so lange wie möglich am Leben zu halten, sondern ihnen stattdessen den Tod so angenehm wie möglich zu machen. Für die Studie von großer Bedeutung waren vor allem todkranke Menschen, die 3 bis 12 Monate nach ihrer Aufnahme verstarben, denn sie sind die besten Kandidatinnen und Kandidaten für die Palliativmedizin. Das Forschungsteam suchte aus denjenigen Ergebnissen der KI, bei denen sie sich am sichersten waren, zufällig 50 Patientinnen und Patienten aus. Ihre Daten wurden dann von Spezialisten aus dem palliativen Bereich bewertet, und zwar dahingehend, ob diese tatsächlich für die palliative Versorgung in Frage gekommen wären. Und die Ergebnisse waren eben, wie beschrieben, absolut positiv. Die künstliche Intelligenz wird deswegen jetzt auch als Pilotprojekt am Uniklinikum in Stanford eingesetzt, und auch dort soll sie Patientinnen und Patienten identifizieren, für die eine palliative Versorgung, also eben die vor dem Tod, angesagt wäre. Eine wirklich gute Sache, die zukünftig tatsächlich die Gesundheitsvorsorge im großen Stil verbessern könnte. Doch dafür muss die KI weiter lernen, denn bislang basiert ihr Wissen nur auf den Patientendaten aus 2 Krankenhäusern. Doch auch schon diese KI, also mit diesen wenigen Daten, schafft es, dass die Lebensqualität und das Wohlbefinden von todkranken Menschen deutlich verbessert wird. Bislang stehen in vielen Fällen tatsächlich weitere medizinische Behandlungen auf dem Programm, die von den Patientinnen und Patienten selbst aber eher als belastend empfunden werden und auch überhaupt
überhaupt keinen Sinn machen. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema KI und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video, garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klickso mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, Krieg gegen künstliche Intelligenz, Hacker planen Widerstand. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.